Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil alle Leute, die hier im Umkreis wohnen, natürlich von unserer Arbeit abhängig sind. Das heißt, dass ohne uns kein fließendes Wasser, kein Gas, also keine Heizung, keine Fernwärme da wäre. Natürlich auch kein Strom und für die meisten vielleicht am allerwichtigsten kein Internet da wäre, zum Beispiel für YouTube oder Netflix oder auch für normale Arbeiten. Aber was lerne ich in der Berufsschule? Also wir lernen natürlich praktisch und theoretisch. Wir lernen zum Beispiel, wie man Rohre isoliert oder abisoliert, wie man Rohre schweißt, was es für verschiedene Rohrwerkstoffe gibt. Zu meinem Aufgabenbereich zählt zum Beispiel Rohrgräben oder Baugruben auszuheben. Das Führen auch von Erdbaumaschinen, also Radladern, Baggern oder die Montage von den Armaturen und den Knotenpunkten. Ja, am meisten Spaß an meinem Beruf macht, finde ich, wenn wir große Dimensionen haben, weil man einfach größere Rohrgräben hat und Baugruben und natürlich auch größere Maschinen benutzt werden. Ja, herausfordernd an meiner Ausbildung ist, dass wir immer unterschiedliche Situationen haben. Also man hat niemals dieselbe Baustelle. Ja, die Unternehmensgruppe Ludwig Freitag macht Vielseitigkeit, Tradition für mich aus. Die Auszubildenden können bei uns ein großes Unternehmen erwarten, in dem man alle Möglichkeiten hat. Es wird auch viel nicht nur nach Noten entschieden, es wird auch danach entschieden, wie tritt ein Mensch auf, wie teamfähig ist er. Wir haben aus den Auszubildenden zum Teil Leute, die 50 Jahre bei uns in der Firmengruppe waren. Und das ist für uns Tradition, das ist unheimlich wichtig und das leben wir auch. Dass wir aus Alt und Jung ein Team bilden und das ist das größte Ziel, was wir haben bei der Ausbildung.